Also erstmal herzlichen Dank für diese Möglichkeit an euch, die ihr diese Tagung organisiert. Für mich das erste Mal. Ich war allerdings auch schon mal in der Tucholsky-Straße bei euch im Hause. Also wir haben uns vor ein paar Jahren ja schon mal kennengelernt. Aber vielen Dank. Also ich freue mich sehr, dass ich hier mal zu dem Thema etwas sagen darf, ganz offiziell. Herzlich willkommen zu diesem Vortrag, den ich jetzt einfach mal so der Garage zuordne, also als Mitarbeiter der Garage fühle ich mich hier sozusagen in der Rolle, das zu tun. Gleichzeitig muss ich sagen, ist dieses Thema Sharing auf mich zugekommen, weil ich mich selbst als Gründer damit befasse. Und dazu gibt es morgen noch eine Veranstaltung im Rahmen der Workshops zu dem Thema Sharing-Praxis, welche Werkzeuge man gut gebrauchen kann. Ich will ganz kurz ein paar Worte zu der Garage tatsächlich verlieren. Barbara hat es ja ganz kurz schon angedeutet und ich sage auch gleich noch was zu mir. Also wir, die Garage Berlin, verstehen uns als eine Werkstatt für Unternehmensentwicklung. Das ist auch tatsächlich schon eine neue Ausrichtung, weil wir unser Business sozusagen auch etwas umfassender betrachten als nur Gründung zu betreuen oder auch nur Selbstständige zu betreuen, sondern wir wollen uns ganz verstärkt auch um sinnstiftende Gründungen, sinnstiftende Unternehmen kümmern, die auf den Weg bringen, beziehungsweise Menschen dabei zu helfen, die auf den Weg zu bringen und sie auch längerfristig zu begleiten. Die Garage ist 2006 aus dem Stadtteilzentrum Steglitz hervorgegangen und hatte zunächst als alleinigen Schwerpunkt die Beratung und Coaching für Menschen, die aus der Arbeitslosigkeit heraus gründen. Und dazu haben wir tatsächlich als Garage mehrere Zertifizierungen, um mit Gutscheinen von den Arbeitsagenturen und den Jobcentern diese Beratung auch kostenlos für die Teilnehmer kostenlos zur Verfügung zu stellen. Unsere Mission, also in einem Satz das zu sagen, ist ja mal ganz schön, wenn man es schafft, eine Arbeit auf einen Satz herunterzubrechen. Wir unterstützen Menschen dabei, sinnstiftende Unternehmen zu gründen und zu betreiben. Wir befassen uns in Zukunft auch verstärkt mit der Frage, was sinnstiftend denn sein wird. Da haben wir momentan noch keine endgültige Antwort darauf. Die wird es möglicherweise auch gar nicht geben können. Aber wir wollen uns orientieren an bestehenden Modellen, wie beispielsweise auch der Gemeinwohlökonomie, die sich schon seit vielen Jahren damit befasst. So, mein Hintergrund. Ich bin seit 2013 in der Garage durch einen Zufall dort eingetrudelt. Zunächst mal als Dozent. Meine berufliche Herkunft ist Architektur. Ich war sehr lange Architekt in Berlin und habe das 20 Jahre lang auch freiberuflich betrieben und parallel mich allerdings immer schon auch sehr stark für Unternehmensentwicklung interessiert und somit konnte ich mich dann in der Garage auch ziemlich gut entfalten. Da habe ich als Dozent, Coach und Berater lange Zeit gearbeitet und in der Zeit habe ich auch vor einigen Jahren die Idee für diese Sharing-Software entwickelt. Ich nenne das auch meine Garage-Gründung, weil es wirklich unter dem Dach und in den Räumen diese Ideen auch entstanden sind und weiterentwickelt worden sind. Und seit März diesen Jahres bin ich Koordinator der Garage Berlin und wir richten das Unternehmen neu aus und haben eben auch diesen Schwerpunkt der Sinnstiftung mit hineingenommen. So, bei dem Titel des Vortrags war ich etwas unsicher, weil es da, glaube ich, verschiedene Impulse gab von Barbara. Ich hab das einfach mal so übernommen, aber letztendlich ist der Titel nicht so entscheidend, sondern mehr, was darauf folgt. Sharing, Idee und Umsetzung. Ich empfinde Sharing tatsächlich momentan als eine Art Phänomen. Also, und zwar ist es einerseits ein Medienphänomen und andererseits ist es ein Phänomen in der Landschaft der Unternehmensgründungen und Unternehmensentwicklungen. Wir alle kennen oder die meisten werden wahrscheinlich das Unternehmen Airbnb kennen, die mehr oder weniger vielleicht den Stein auch ins Rollen gebracht haben. Und der Begriff der Sharing Economy, der durch die Medienlandschaft geistert und man sich auch immer mal wieder fragt, was das eigentlich denn überhaupt sei. So, ich habe dann mal überlegt, gibt es irgendein Bild, was Sharing als Kultur vielleicht darstellen kann? Ich habe dieses Bild hier gefunden, ich fand es sehr lustig. So ein bisschen so. Entschuldigung, wenn ich da reingrätsche, aber wir zumindest sehen immer noch die erste Folie.
ist da vielleicht der falsche Bildschirm geteilt? Mhm. Oh, 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 oh. Das ist komisch, weil hier ist alles. Ist das wirklich so? Habt ihr nur eine Folie? Ja, das ist so. Du musst wahrscheinlich die Vollbildpräsentation erst starten und dann den Bildschirm teilen. Man sieht immer genau das Fenster, was zuerst geteilt wurde. Ja, genau. Ich dachte auch, das ist einfach, du redest noch zur ersten Folie. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Ich habe so viele Sachen schon gezeigt. Jetzt muss ich mal gucken. Wenn ich den Vollbildschirm aufmache, dann sehe ich ja das Ding nicht mehr mit dem Bildschirm teilen. Ich weiß nicht. Na, du musst den voll. Ne, jetzt ist sozusagen. Aber du musst sozusagen in oder du gehst in dem halt einfach durch die. Durch. Wo in dem? Ist, ja, in dem du jetzt unterwegs bist, nicht als Vollbildschirm, sondern einfach als dieses PDF an. Aber was ich, das Dumme ist, ich sehe nicht, was ihr seht. Das ist. Also wir sehen die PDF. Genau. Seht ihr jetzt, dass sich da irgendwas bewegt? Ja, ja. Okay, ja. Und jetzt mache ich das nochmal ganz kurz auf Vollbild und frage nochmal. Nein, dann sehen wir es nicht mehr. Lieber weitermachen. Das ist super, so wie wir das sehen. Das reicht. Also hier hat sich, ihr seht nichts jetzt, oder was? Bewegt sich da was? Nein. Okay, gut. Wenn man ein neues Fenster öffnet, dann wird das bei Zoom nicht angezeigt. Es wird nur genau das Fenster angezeigt, das man teilt. Und dann kann man machen, was man will auf dem Bildschirm, aber die Teilnehmer sehen nur das, was zuerst geteilt wurde. Okay, habt ihr jetzt, seht ihr jetzt, dass sich da was bewegt? Ja. Ja. Okay, alles klar. Also dann nochmal hier, im Schnelldurchlauf, ja, Garage Berlin, was ist die Garage? Da sind ja überall Bilder dazu gewesen. Werkstatt für Unternehmensentwicklung, hatte ich gerade schon gesagt, ne? Und wir sind aus dem Stadtteilzentrum Steglitz hervorgegangen und so weiter und so fort. Wir unterstützen Menschen dabei, sinnstiftende Unternehmen zu gründen und zu betreiben. Alles für euch sichtbar? Ja, jetzt ist super. Okay, gut. Danke für den Hinweis übrigens. Das wäre ja ein Trauerspiel geworden, nichts zu sehen und die ganze Zeit mich reden zu hören. Okay, ja, genau. Also mal kurz, also zu meiner Person. Und so weiter. Ich gehe jetzt weiter. Titel des Vortrags ist nicht so entscheidend. Interessantes Phänomen. So, hier habe ich jetzt mal ein Bild gefunden, was ich ganz witzig fand, weil es irgendwie die menschliche Neigung zeigt, sich zusammenzutun und gemeinsam was zu machen. Auch diese örtlichen Feuerwehren, die auch sowas eine Community bilden sozusagen. Und hier teilen sich so viele Menschen ein Fahrzeug, um sich darauf zu bewegen. Das hat jetzt weiter keinen tieferen Hintergrund, sondern es war eigentlich mehr so der Versuch, mal irgendein Bild zu finden, was etwas auf den Punkt bringt, was man sehr schwer in einem Bild zeigen kann, weil es so komplex ist. Ja? Sharing ist ja ein sehr komplexes Phänomen. Ich habe letztes Jahr das Vergnügen gehabt, auf dem Entrepreneurship Summit, der regelmäßig in Berlin stattfindet, ebenfalls eine Veranstaltung zum Thema Sharing moderieren zu dürfen. Und da hatte ich verschiedene Gäste eingeladen, unter anderem war auch Thomas dabei. Und diese Gäste hatte ich im Vorfeld mal gebeten, einzelne Statements abzugeben zu dem, worunter sie, was sie unter Sharing verstehen. Und da gab es eben sehr unterschiedliche Auffassungen und Blickwinkel, Perspektiven, angefangen von der nachbarschaftlichen Tradition von Thomas, dann so eine altruistische Haltung von Thomas Dönnebrink. Sharing ist vor allem geben statt nehmen. Dann gibt es eine buddhistische Haltung, die sagt, dass es beim Teilen oder dass das Wertvollste des Teilens eher etwas Geistiges ist, eine geistige Natur, vielleicht sowas wie Liebe oder Empathie. Dann gibt es die Unterscheidung zwischen nicht monetären Märkten und monetären Märkten von Stefan Schridde. Also nicht monetär meint eben, dass kein Geld fließen muss, vielleicht auch nicht mal darf, wie auch immer. Dann eine kritische Position von Jan Peukert vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, der sagt, dass der Kulturwandel noch lange nicht vollzogen ist im Hinblick auf Sharing und dass auch noch lange nicht sichergestellt ist, dass Sharing sich ökologisch oder sozial etablieren kann oder positive Effekte haben wird. Dadurch, dass es eben auch vielfach von der Ökonomie oder von der, sagen wir nicht Ökonomie, sondern
sagen wir lieber freien Wirtschaft, doch sehr stark und schnell okkupiert worden ist. Ja? Also aus dem anfänglich sehr studentisch und ambitioniert begonnenen Projekt Airbnb ist ein Wirtschaftsunternehmen geworden, milliardenschwer, viele Investoren dahinter, unglaubliche Macht, unglaubliche Einflüsse, unglaubliche Effekte auf die Gesellschaft und auf die Wirtschaft. Das war sicherlich am Anfang so nicht gedacht, als die das gegründet haben. Das heißt, diese Dynamiken, die mit Wirtschaftsbetrieben verbunden sind, die sich in dieser Sharing Economy bewegen, ist doch sehr viel größer gewesen, als man gedacht hat. So, dann von mir noch so ein kleines Statement dazu, dass ich denke, dass das gemeinsame Nutzen in Zukunft eine viel größere Bedeutung haben wird. Aber dazu komme ich später noch, beziehungsweise kommen wir auch morgen nochmal, wenn wir das Werkzeug anschauen. So, ich wollte diesen Vortrag heute an 6 Begriffen ausrichten. Ich muss mal schauen, ob ich das alles zeitlich schaffe. Vielleicht kann Barbara mir auch ab und zu mal ein Zeichen geben, wenn ich schneller sein muss oder so in der Art. Mal gucken, jetzt ist schon 10.27 Uhr. Ich will versuchen, das alles noch hinzubekommen. Also diese 6 Begriffe: Evolution, Kooperation, Ökonomie, Altruismus, Eigentum, Schrägstrich, Besitz und Zugang sind für mich heute die Ankerpunkte, an denen ich ein paar Worte loswerden möchte. Und zwar einmal Evolution, die vielleicht zum Inhalt haben kann, Überleben, Entwicklung und Entfaltung. Das heißt, wir entdecken in der Welt der Natur, auch in der Welt der kulturellen Entwicklung des Menschen, Tendenzen, die natürlich etwas mit Überleben zu tun haben und dass es aber nicht alleine nur ums nackte Überleben gegangen ist in der Evolution, sondern auch um Entwicklung. Das sagt ja das Wort Evolution auch selbst aus. Und darüber hinaus kann man vielleicht Entwicklung auch in Richtung Entfaltung interpretieren. Ich will etwas aus mir machen, ich will als menschliches Wesen mich selber finden und mich einbringen dort, wo ich vielleicht meine größte Freude und auch meine größten Potenziale habe. Zu dem Begriff Kooperation, der ist sehr entscheidend meines Erachtens. Er ist so eine Art Dachbegriff, der noch oberhalb des Teilens angesiedelt ist. Denn in der Tat ist Kooperation eine Kulturtechnik, die auch bei Tieren vorzufinden ist, wenn die gemeinsam auf die Jagd gehen. Und der Mensch hat im Grunde genommen diese Kulturtechnik der Kooperation am weitesten ausgereift und hat deswegen sich auch am weitesten verbreiten können und die größten Fortschritte und die größten Entwicklungen durchmachen können durch seine Fähigkeit, durch seine überragende Fähigkeit zur Kooperation. Darunter sehe ich unter anderem die Begriffe Vertrauen. Also es ist wichtig, dass ich jemandem, mit dem ich kooperiere, vertrauen kann. Dann ist Kooperation so etwas wie Zusammenarbeit. Man will gemeinsam ein Ergebnis erzielen. Der Aspekt der Arbeitsteilung ist wichtig, wo eben verschiedene Potenziale zusammenkommen, die unterschiedliche Qualitäten haben und durch die Unterschiedlichkeit besondere Ergebnisse hervorbringen können. Dann der gemeinsame Gebrauch von Ressourcen und vielleicht zum Schluss hier unter diesem Dachbegriff Kooperation der Begriff Allmende. Das ist so etwas wie ein Gemeinwohleigentum oder Gemeinweseneigentum, wie es die früher in den Dörfern häufiger gab, beispielsweise Wiesen, wo die Menschen in den Dörfern ihr Vieh grasen lassen konnten, ohne dass sie selbst Eigentümer dieser Wiesen sein mussten. So, dann ein ganz wichtiger Begriff der Ökonomie. Ökonomie wird häufig direkt mit der Wirtschaft gleichgesetzt. Es ist aber letztendlich doch nochmal ein anderer Aspekt. Ökonomie stammt, wer sich dafür mal interessiert hat, aus dem Griechischen. Der Begriff Oikos steht für Haus und Nomos für Gesetz. Und letztendlich ist es die Kunst der Haushaltsführung. Ist also nichts Kapitalistisches, nichts Negatives, sondern einfach nur, ich halte den Haushalt beieinander, indem ich die jeweiligen Ressourcen sparsam einsetze und vernünftig einsetze. Und aus dieser Tradition heraus ist letztendlich auch die Kaufmannschaft abgeleitet, die auch, sage ich mal, bevor es diese Exzesse des Kapitalismus gab oder der kapitalistischen
Effekte der Finanzwirtschaft, die völlig abgehoben ist, gab es eine vernünftige Kaufmannschaft, die letztendlich einfach ein ökonomisches, menschliches Verhalten darstellte. Dann haben wir den Begriff, oder habe ich den Begriff Altruismus einmal mit Liebe, Empathie und Selbstlosigkeit untersetzt. Das ist der Aspekt, weswegen Menschen, das findet man übrigens auch unter Tieren, tatsächlich anderen helfen, zur Hilfe kommen, ohne dass sie einen eigenen Vorteil davon haben. Das scheint in der Natur des Menschen drin zu liegen, andere Wesen zu lieben, lieben zu können, Empathie zu empfinden, Selbstlosigkeit zu leben und für den anderen etwas zu tun. Das ist eine ganz zentrale Basis für das soziale Miteinander und ich vermute, dass es auch eine sehr wichtige Basis in der Arbeit in den Nachbarschaftszentren ist. Dann der Begriff Eigentum und Besitz, das sind ja zwei verschiedene, also rechtlich gesehen sind es verschiedene Dinge, wird auch häufig durcheinander gebracht oder einfach in einem Atemzug gleichgesetzt. Da habe ich jetzt einfach mal gesagt, Verantwortung geht damit einher, wenn ich etwas besitze, muss ich darauf aufpassen. Ich muss dafür sorgen, dass es nicht keine schädliche oder schädigende Auswirkung auf die Gemeinschaft hat. Eigentum kann Macht bedeuten. Damit meine ich nicht automatisch Machtmissbrauch, sondern es ist einfach ein Faktor, wenn ich etwas besitze und jemand anderes besitzt etwas nicht, dann habe ich dem gegenüber unter Umständen einen Vorteil, den ich nutzen kann. Dann die Frage nach dem Zugang zu diesem Besitz oder zu diesem Eigentum und dann der Begriff Kapital, der auch, wenn man ihn einmal von der Bedeutung her zurückverfolgt, auf Besitz zurückführt, das kommt von in dem englischen Wort Cattle, das steht für Vieh. Also Kapital geht wohl darauf zurück, dass Menschen irgendwann Vieh besessen haben und das praktisch als eine Ausgangsbasis, eine wirtschaftliche Ausgangsbasis fürs Überleben einsetzen konnten. Jetzt komme ich zu dem Begriff Zugang. Dieser Begriff Zugang wird immer wichtiger, weil wir uns heute fragen, muss ich etwas besitzen, muss ich ein Auto in meinem Eigentum haben zum Beispiel oder eine andere Ressource, um sie nutzen zu können. Und viele, insbesondere in den Großstädten, viele Menschen sind dahin gekommen zu sagen, ein Auto leiste ich mir gar nicht mehr, ich muss das gar nicht besitzen, ich kann den Zugang über mein Smartphone zum Beispiel haben oder indem ich Nachbarn frage oder Freunde, ob ich das Auto oder was auch immer es sein mag, ausleihen kann. Dann der Begriff Bereitstellung. Das ist so etwas wie, also da sehe ich unter anderem auch die Verantwortlichkeit dieses Objektes, nämlich irgendjemand muss es mal angeschafft haben und sei es eine Gruppe. Auf jeden Fall ein Objekt, zu dem andere Zugang haben, muss bereitgestellt und auch weiterhin zur Verfügung gestellt werden. Und dann muss dieser Zugang organisiert werden, der Begriff Organisation. Wann kann ich es nutzen? Zugang ist so etwas wie Nutzung letztendlich. Also es geht bei dem Objekt, bei einem Fahrzeug, bei einer Wohnung, bei einem Arbeitsplatz oder einem Schreibtisch oder einer Bohrmaschine letztendlich nicht zentral darum, wem es gehört, sondern dass ich es zur Verfügung habe, wenn ich es gebrauchen will oder wenn ich es brauche, wenn ich es nutzen muss. Dann geht es um Zuverlässigkeit. Das heißt, solche Objekte müssen gepflegt werden, müssen zur Verfügung gestellt werden. Aber auch in der Nutzung, der nächste Nutzer muss sich darauf verlassen können, dass das Objekt gepflegt worden ist oder dass es gut behandelt worden ist, gegebenenfalls auch wieder an den Ort zurückgelegt worden ist, wo es entnommen wurde. Und dann gibt es einen Aspekt, der wichtig ist, die sogenannte Schadensregulierung, dass nämlich, wenn Schäden auftreten, in irgendeiner Form sichergestellt ist, dass das Objekt danach nicht einfach defekt hinterlassen wird, sondern und auch, dass keine Menschen sozusagen mit ihrem Vermögen haften müssen und dann möglicherweise in Schwierigkeiten kommen, weil sie etwas im Gebrauch, weil etwas kaputt gegangen ist. Ja, also wir alle kennen ja die Haftpflichtversicherung und nicht umsonst müssen Fahrzeuge haftpflichtversichert sein, weil mit der Nutzung auch immer potenziell Probleme oder Schäden verbunden sein können. So, jetzt würde ich ganz gerne ganz kurz mal, ich muss mal eine Seite weiterspringen. Ah ja, genau.
so ein bisschen öffnen, inwieweit in den Nachbarschaftshäusern das Teilen eine Rolle spielt, beziehungsweise wo es im Hinblick auf diese neuen Tendenzen heute vielleicht auch schon Reibungen oder Engpässe gegeben hat. Also vielleicht gibt es da ein paar Anregungen oder Wortmeldungen, um das mal anzustoßen. Genau, meldet euch gerne. Genau, Stefan Markus. Nutzt die blaue Hand oder schreibt es in den Chat. Ja, ich habe die blaue Hand genutzt. Hast du gut gesehen, Barbara. Wir im Bürgerhaus, wir schaffen ja vieles über öffentliche Mittel an, auch was wir selber brauchen oder über Projekte. Und wir sagen eigentlich immer in allen Foren und überall, wo wir unterwegs sind, das ist für den Stadtteil. Wer das braucht, kann das gerne auch bei uns bekommen und rausholen. Das bieten wir immer an. Es wird aber tatsächlich seltenst genutzt. Ich habe jetzt diesen Vortrag gerade nochmal ganz enthusiastisch verfolgt und habe gedacht, eigentlich müssen wir das auch noch mal ein bisschen mehr auch für, ich sag mal, nicht an andere Einrichtungen, sondern auch an Private herausgeben, weil unsere Werkzeuge, die wir hier haben, die nutzen wir zwar, aber warum können die nicht auch andere nutzen? Genau das ist das Thema. Nur die hier mal gearbeitet haben, die damit gearbeitet haben, die kommen ab und zu mal her und leihen sich was aus. Aber es kann natürlich jeder tun, weil ich sage immer, wir sind öffentliche Einrichtungen, geht pfleglich damit um, gibt es wieder her und selbst wenn was passiert, kann man es auch noch klären. Aber das muss man vielleicht nochmal viel öffentlicher machen. Ich glaube, wir haben immer das Problem, dass wir nicht öffentlich genug sind mit solchen Angeboten dann. Ja, vielen Dank. Das ist ein wichtiger Hinweis. Ja. Wie sieht es bei anderen aus? Bei uns? Ich finde die blaue Hand nicht. Ich habe gerade hier gesehen. Ich habe sie irgendwie verdeckt mit irgendwas hier unten in meiner Leiste. Was wir machen im Nachbarschaftszentrum in der Uferfabrik ist, wir haben diese Lastenfahrräder, diese großen, die stehen an bestimmten Stellen und die können sich Leute ausleihen, die sie brauchen und dann wieder zurückstellen, wenn sie sie nicht mehr brauchen. Das machen wir schon eine ganze Weile. Dann teilen wir auch, wir haben ja verschiedene Gemeinschaftsgärten, wo die Leute untereinander diverse Werkzeuge haben, die sie sich gegenseitig leihen. Das sind so diese zwei Sachen. Und was wir im Nachbarschaftszentrum auch noch teilen, sind die Autos. Kriegt immer jemand das Auto, was gebraucht wird. Und da ist natürlich der Punkt mit der Schadensregulierung ganz wichtig, weil das ist uns schon des Öfteren passiert, dass Autos wiederkamen und sie waren kaputt. Das ist so ein Problem dabei. Und keiner hat es gemerkt, gesehen, gespürt, gehört. War eine Riesendelle drin, muss jemand gewesen sein, den keiner kennt. Also das ist eine wirkliche Problematik, die haben wir auch noch nicht gelöst. Ja, das sind so die Dinge. Und eins ist noch ganz wichtig, Wissen teilen. Ja, wir haben mehrere Freiwillige, die sind pensionierte Lehrer zum Beispiel und die teilen eben ihr Wissen mit Kindern und mit Jugendlichen und auch mit Senioren zum Beispiel in der digitalen Arbeit und in dem Lernen von digitalen Umgang digital. Ja, das ist so bei uns. Barbara, wie viel Zeit habe ich noch? Ich habe noch also insgesamt haben wir bis 22:45 Zeit. Okay. Gut. Und genau, wenn wir immer mal sozusagen. Ja. Genau, zeigt die ruhig. Also es sind noch ein paar Folien dahinter, wo man auch nochmal Anknüpfungspunkte finden kann. Also ich kann da auch nochmal weitere Anregungen geben. Die eigentlichen inhaltlichen Aspekte sind letztendlich diese 6 Schlüsselbegriffe und was dahinter steht. Aber ich gehe vielleicht mal weiter, aber ich kann auch jederzeit unterbrechen. Also es ist kein Problem, wenn jemand einhakt oder so, ja? Ja, genau, macht es gerne. Und wenn ihr einhaken wollt, könnt ihr die Hand heben. Findet ihr in der Teilnehmerliste. Genau. Vielleicht ergeben sich eben aus den Folien, die ich jetzt noch, ich nenne das den Anhang, aber da sind eine ganze Reihe von Dingen drin, die auch interessant ist, sind, zu denen ich auch noch mal im Einzelnen was sagen kann. Also der Anhang betrifft einmal die Akteure der Sharing-Szene oder Sharing-Economy, will ich jetzt gar nicht mal sagen, weil Economy ist dann doch wieder ein eingegrenzterer Bereich.
Aber welche Personen beispielsweise spielen in der internationalen Welt des Sharing eine besondere Rolle? Das ist für alle diejenigen interessant, die sich damit tiefer befassen wollen und die einfach mal nachlesen wollen oder nachschauen wollen. Wer ist da aktiv? Was machen die? Was sagen die? Welche Philosophie vertreten die einzelnen Akteure? Dann habe ich etwas zum Lesen. Der Lesestoff, drei Bücher, drei Buchvorschläge. Dann habe ich eine Liste von Initiativen, die sich mit Sharing befassen. Auch die Internetadressen dazu, sodass auch dort die Möglichkeit besteht, da näher einzutauchen. Und dann habe ich eine kleinere Auswahl von Unternehmen herausgepickt, die in der Sharing Economy aktiv sind. Und dann habe ich noch ein Forschungsinstitut, die kostenlos übrigens auch Publikationen zur Sharing Economy Forschung zur Verfügung stellen. So, ich gehe einmal auf die Seite der Akteure. Da ist allen voran Jeremy Rifkin, so ein Grand Seigneur der, sag ich mal, Zukunftsforschung. Das ist so eine Art, ja, ich würde sagen, Zukunftsforscher, Visionär. Und Jeremy Rifkin hat ein Buch geschrieben, also hat etliche Bücher geschrieben. Eins davon heißt Access und das befasst sich mit dem Zugang zu Objekten, zu Ressourcen. Das ist im Grunde das zentrale Thema oder ein zentrales Thema der Sharing Economy. Wie kann ich Zugang zu etwas bekommen und wie wird das in Zukunft wahrscheinlich aussehen? In den nächsten 30, 40 oder 50 Jahren wird sich die Gesellschaft aller Voraussicht nach laut Jeremy Rifkin sehr stark verändern und Menschen werden, sage ich mal, hauptsächlich nach Zugang streben und nicht so sehr nach Eigentum. Dann gibt es Trevor Schulz, der lehrt in den USA, in New York, an einer Hochschule, im Grunde genommen Sharing Economy. Der ist auch gelegentlich mal in Berlin oder in Deutschland. Ich glaube, neulich war er mal da. Der ist wiederum auch vernetzt und verknüpft mit zwei weiteren hier, Thomas Dönnebrink und Ela Kagel, die hier unten auch noch aufgelistet sind. Also das ist ein ziemlich lebendiger Geist, der auch sich politisch immer mal wieder zu dem Thema Sharing äußert. Dann eine Frau aus den USA, inzwischen leider verstorben, die hat den Wirtschaftsnobelpreis bekommen für das Thema Allmende bzw. Gemeinwohleigentum oder Gemeineigentum mit dem Hintergrund des Gemeinwohls, Elinor Ostrom. Sehr interessant, auch einige Bücher geschrieben. Eins davon habe ich gleich noch in der Darstellung. Dann die Rachel Botsman, die ist in England aktiv, unglaublich aktiv. Also die gilt, glaube ich, derzeit als eine der wichtigsten Expertinnen zum Thema Sharing Economy. Thomas Dönnebrink lebt in Berlin und ist Deutschland-Connector von WeShare. Und WeShare wiederum ist eine internationale, ich glaube, europäische eine Art Dachverband des Sharing. Annette Jensen, glaube ich, lebt auch in Berlin, ist eine Autorin, die ein Buch geschrieben hat mit dem Titel Glücksökonomie, wer teilt, hat mehr vom Leben. Findet man auch ganz ohne weiteres im Buchhandel. Und dann, last but not least, Ela Kagel, eine Mitstreiterin von Thomas Dönnebrink, die hat in Berlin den Supermarkt.de, heißt das, nein, Supermarkt, Coop oder Kooperative, mitgegründet und die befassen sich ganz stark mit der Organisation der Sharing Economy und den Initiativen, die da drin aktiv sind. So, jetzt gehe ich mal hier ganz kurz in meine drei Buchtipps rein. Das ist einmal ganz links von Elinor Ostrom, The Future of Commons. Da geht es darum, wie wird in Zukunft Eigentum oder wie wird Wissen, also nicht nur Wissen, aber wie wird, sage ich mal, werden Ressourcen, die für alle interessant sind, in Zukunft bereitgestellt. Was ist das Konzept der Zukunft im Hinblick auf wichtige Ressourcen? Das betrifft nicht nur das Wissen, auch Software beispielsweise wird vielfach schon Open Source angeboten und zur Verfügung gestellt. Damit befasst sich dieses Buch. Jeremy Rifkin, gerade schon erwähnt, Access, das Verschwinden des Eigentums, ein sehr interessantes Buch, ein Blick in die Zukunft.
und dann von Rachel Botsman, What's Mine is Yours. Das ist, geht schon vielleicht einen Schritt weiter und ist direkt in der Gegenwart angekommen und beschreibt im Grunde das, was zurzeit auch schon passiert. Ja, dass das Mindset der Menschen sich verändert und die Dinge gemeinsam, ja, gemeinsam nutzen, gemeinsam verwalten, wie auch immer. So, jetzt hier ein paar Adressen von Initiativen. Einmal das Sharing Manifest. Das stammt von uns, also von mir und meinen Mitstreitern bei Sherpa. Da komme ich gleich noch kurz drauf zu sprechen. In dem Sharing Manifest wird einfach einmal, werden so Statements festgehalten, was Sharing eigentlich bedeuten kann. Die Argumente für das Teilen, die sozusagen auf so einer Metaebene ganz generell dieses Phänomen des Sharing für gut heißt und auch die positiven Aspekte herausstellt. Warum ist das sinnvoll? Dann das zweite ist WeShare, das nannte ich gerade schon, das ist diese europäische Initiative. Das ist eine ganz große, wie sagt man, Interessensgemeinschaft über Sharing in verschiedenen Sprachen. Dann supermarkt-berlin.net, das ist die Initiative von Ela Kagel, Andreas Arnold, Thomas Dönnebrink ist da auch mit in dem Verbund, die sitzen in Kreuzberg, sind sehr offen und veranstalten regelmäßig Veranstaltungen, nee, ist ja doppelt gemoppelt. Unter anderem haben die auch das Plattform Coop gegründet und da kommen Menschen zusammen, auch aus Europa. Ich war selber schon einmal dabei, bei der die Fortschritte und die Entwicklung der Sharing Economy diskutiert werden und wo auch tatsächlich dran gearbeitet wird. Dann habe ich per Zufall vor einigen Wochen eine interessante Initiative in England entdeckt. Das nennt sich, die haben eine Website, die heißt adventurefrome.org und Frome ist eine Gemeinde, also eine Stadt, eine Kleinstadt südlich von Bath, also in Südwestengland. Und da scheint es mir fast idealtypisch schon in der ganzen Gemeindearbeit angekommen zu sein, sozusagen den Geist des Sharing, den Geist des Gemeinwohls und des sich gegenseitig Unterstützens in der Fläche, in der gesamten Fläche der Kommune auszudehnen und ganz unterschiedliche Bevölkerungsgruppen zu integrieren. Das ist sehr interessant. Da möchte ich letztendlich möglichst bald auch mal hinreisen und mir das angucken. Das ist eine ganz tolle Website, kann ich nur sehr empfehlen, das einmal anzuschauen. adventurefrome.org. Die haben auch eine Facebook-Präsenz. Achso, du hast jetzt noch. Im Chat werden gerade ganz viele Beispiele gepostet, wie in Nachbarschaftshäusern verschiedene Dinge geteilt werden, von Werkzeug zu Bierbänken, Müllzangen auch Lebensmittel. Du kennst ja auch das Stadtteilzentrum Steglitz und damit so ein bisschen Nachbarschaftshäuser. Wie passen die denn zusammen zu den Akteuren oder auch den Organisationen, die du jetzt gerade genannt hast? Also ich finde es ganz spannend, dass ihr Teilen irgendwie so ein bisschen Ur-DNA von Nachbarschaftshäusern ist und es jetzt irgendwie so einen theoretischen, ideologischen geradezu Überbau dazu gibt und viele sozusagen auch so ganz kraftvolle Initiativen oder lebendige. Aber das ja irgendwie so nebeneinander herläuft bisher. Ist das gerade eine Aufforderung an die Zuhörer? Nee, oder eine Frage an dich, wie du das wahrnimmst, ob das so ist oder ob das, das, was du darstellst, auch schon nochmal eine andere Qualität hat als das Teilen, was sowieso stattfindet? Also ich habe diesen Chatverlauf jetzt nicht gesehen. Nee, also, da steht auch, also das, was ich eben gesagt habe, da sind ganz viele Beispiele von Leuten, die halt sagen, wir leihen Müllzangen aus, bei uns werden Bierbänke verliehen, sowas, so unterschiedliche ganz konkrete Beispiele. Ja, also natürlich haben wir, also ich sage es mal so, ich habe diesen Vortrag so aufgebaut, dass man so eine Art generellen Zugang erstmal zu dieser Materie findet und auch über diese jeweiligen Links und Initiativen Akteure kennenlernen kann und sich weiter fortbilden kann jetzt, wenn man da weiter eintauchen will. Und ich glaube, dass wahrscheinlich hier dieses Adventure From kommt wahrscheinlich den Nachbarschaftshäusern
noch am nächsten, weil es tatsächlich eine kommunale Initiative ist, während die anderen tatsächlich Ich glaube, ich war es. Entschuldigung, ich habe auf den falschen Knopf gedrückt. Nein, das muss Maria gewesen sein, oder? Aber wenn wir jetzt alle wieder da sind. Ja. Das ist mit dem Handy schon mal jetzt haben wir den Satz. Ja, kannst du uns kurz aufklären, du warst das, hast da. Sonst. Irgendwie habe ich was gedrückt und dann ging auf einmal die Breakout-Sessions los. Aber ihr seid alle wieder da. Es kann weitergehen. Entschuldigt. Genau, wir waren gerade bei meiner Frage, inwieweit diese Sharing-Bewegung, wo da die so die Anknüpfungspunkte zu den Aktivitäten in den Nachbarschaftshäusern sind und wie man die gut zusammenbringt und über welche. Thomas hat sich gemeldet und ansonsten war Carsten mitten im Satz. Ach, Carsten habe ich gar nicht gehört. Zu reden, ist aber auf stumm gestellt. Dann nehme ich meine Hand wieder runter, weil ich wollte dieses Schweigen überbrücken, weil ich habe Carsten nicht gehört und hatte aber im Prinzip eine Idee, irgendwie, vielleicht kann ich die noch kurz loswerden. Ja. Was mir jetzt nochmal deutlicher geworden ist, ist, dass wir bei der Begrifflichkeit vielleicht auch nochmal ein bisschen genauer hingucken müssen. Also wir reden ja auch ein bisschen von Carsharing und solchen Dingen. Und sich dann nochmal anzugucken, ob das tatsächlich Sharing-Modelle sind. Also ich finde, das Teilen von Müllzangen oder von Lastenfahrrädern oder von irgendwelchen Werkzeugen, das hat tatsächlich etwas mit Teilen zu tun. Wenn wir uns irgendwie angucken, was irgendwie in der Sharing-Ökonomie zum Beispiel unter Carsharing verkauft wird, das hat ja eigentlich nichts mit Teilen zu tun, sondern im Prinzip ist das eine Geschäftsmodellweiterentwicklung von irgendwelchen Autovermietungen, die sich jetzt die Kosten für irgendein Gebäude sparen, wo dann halt die Autos irgendwie verteilt werden, sondern die stellen ja einfach auf die Straße ab und lassen sozusagen den Prozess der Vermietung irgendwie über eine App laufen. Das hat irgendwie wenig mit Teilen zu tun. Und ich finde, da könnten wir als Nachbarschaftshäuser, als Stadtteilzentren vielleicht nochmal viel selbstbewusster auch diesen Aspekt von Selbstorganisation und tatsächlich gemeinschaftlich genutzten Eigentum hervorheben. Wir sind da vielleicht mit den Beispielen so ein bisschen sehr bescheiden, weil das klingt so klein. Wir teilen nur Müllzangen und hier mal was und da was. Ich glaube, das war der Kern von Sharing. Das halt irgendwie tatsächlich auch irgendwie auf dieser Ebene zu betrachten. Carsten, du bist noch stumm geschaltet. Sorry. Alles klar. Hört man mich wieder? Ja, danke. Okay, also nochmals danke, Thomas, für den Hinweis. Also mein Eindruck ist auch in der Tat so, dass es noch immer eine gewisse Spaltung gibt zwischen dem großen Phänomen der Sharing Economy, die praktisch auch erstmal diesen Begriff gekapert hat und eigentlich das ursprüngliche Phänomen des nicht monetären Teilens komplett verlassen hat. Und ich denke, dass sich beide Welten da aufeinander zubewegen werden, möglicherweise, dass Lücken geschlossen werden und dass auch durch technische Möglichkeiten wie Softwaresysteme vielleicht auch das Teilen, das nicht monetäre Teilen besser organisiert werden kann, ohne dass dabei automatisch Geschäftsmodelle ins Spiel kommen. Da wird morgen der Workshop von Julia Miske auch nochmal wahrscheinlich sich mit befassen. So, hier habe ich nochmal ein paar Unternehmen aufgelistet, die sich mit Sharing befassen. Und da
gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also Sherpa.com ist diese Software, die wir entwickelt haben in der Garage, die demnächst tatsächlich getestet wird. Und an dieser Stelle vielleicht auch gerne, können sich gerne Menschen bei mir melden, die diese Software mittesten wollen, denn wir brauchen in Zukunft eine ganze Reihe von Testern. Am Ende blende ich auch nochmal die E-Mail-Adresse von mir ein. Also wer daran interessiert ist, eine Sharing-Software zu testen, bitte an mich eine E-Mail schreiben. Kommt nachher, wird nachher eingeblendet. Dann das zweite Unternehmen, ShareTribe, stellt eine Standardsoftware zur Verfügung, mit der man Sharing-Marktplätze selbst organisieren kann. Das heißt, ganz lokal kann man ein eigenes kleines Geschäft aufbauen, indem man sozusagen den Zugang zu Objekten, die in der Kommune zur Verfügung stehen, organisieren kann. GetAround ist tatsächlich ein Mobilitätsanbieter, die sind aus Drivee hervorgegangen, und bei GetAround kann man sozusagen Autos anmieten, die einem beispielsweise den Nachbarn gehören. Ja, also das ist eine Peer-to-Peer-Sharing-Plattform, wo man nicht das Fahrzeug von Sixt oder von Daimler oder sowas mietet, sondern tatsächlich von den Nachbarn nebenan. Kleiderkreisel ist, glaube ich, bekannt, inzwischen auch relativ gut professionalisiert. Da werden gebrauchte Kleider gehandelt. Surplus ist aus der Lebensmittelrettung von Raphael Fellmer hervorgegangen. Die haben inzwischen in Berlin mehrere Supermärkte, in denen abgelaufene Lebensmittel verkauft werden oder Lebensmittel, die nur noch eine kurze Haltbarkeitsdauer haben. Das läuft anscheinend ganz gut. Der ist zum Entrepreneur geworden und hat vor nicht so vielen Jahren noch komplett ohne Geld gelebt. Das ist sozusagen auch ein ungebrochener Idealist in dem Bereich Lebensmittelrettung. Und dann als letztes vielleicht auch die bekannteste Initiative. Es ist ein Unternehmen, nebenan.de, und die haben sich zur Aufgabe gemacht, nach einzelnen Nachbarschaften lokal zu organisieren, zusammenzubringen und dafür zu sorgen, dass man im Internet sich finden kann und seine eigenen Dinge anbieten kann oder seine eigenen Bedürfnisse auch äußern kann, was man braucht in der Nachbarschaft. Da das Geschäftsmodell funktioniert noch nicht wirtschaftlich, lebt noch von Investorengeldern, aber ist eine der ganz großen Initiativen in Deutschland. So, dann haben wir noch als letztes die Forschung. Also wer dann tiefer einsteigen will und wissen möchte, wie es um das Sharing bestellt ist, findet auf der Website der IÖW unter Publikationen eine ganze Reihe von aktueller und seriöser Forschung zu dem Thema. Das heißt, man ist dann nicht mehr angewiesen auf Pressemitteilungen, von denen man immer nicht so ganz genau weiß, welchen Stand spiegeln die eigentlich wider, sondern das IÖW ist eine der wenigen offiziellen Forschungsinstitutionen auch anerkannt, die mit Bundesmitteln gefördert werden, die eine ganz seriöse Wirtschaftsforschung zu dem Thema betreiben. So, ja, hier blende ich nochmal die E-Mail-Adresse von mir ein. Das heißt, ich bin offen für Anregungen, für Fragen, für alles, was dieses Thema angeht. Insbesondere natürlich auch, wenn ihr euch interessiert, an dieser Software teilzuhaben und da mitzuwirken, die mitzugestalten. Die wird demnächst als Prototyp rauskommen und dann steht die zur Verfügung. Und ich bin sehr gespannt, inwieweit diese Software auch für Nachbarschaftshäuser in der Nutzung geeignet ist. Das wäre jetzt von meiner Seite aus das Ende des Inputs. Hier gibt es noch, genau, das ist die letzte Seite. Nochmal, wir sind demnächst in Neukölln mit der Garage, aber ich springe nochmal zurück und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Hoffe, dass ich nicht zu theoretisch gearbeitet habe, aber in einer so kurzen Zeit einen Überblick über ein so großes Thema zu geben, ist fast nicht möglich. Insofern habe ich mich entschieden, quasi mit den Anhängen und mit den zentralen Basisfragen und einzelnen Basisbegriffen zu arbeiten, damit die Auseinandersetzung mit Sharing einfach auch frei weitergeführt werden kann und nicht in bestimmten
in bestimmte ideologische Kanäle schon gelenkt worden ist. Ich springe einfach nochmal ganz kurz zu den Begriffen zurück, von denen ich denke, dass sie wichtig sind. So, das sind die Ausgangspunkte, die Ankerpunkte, die das Sharing, würde ich sagen, betreffen. Danke. Wir haben im Chat eine ganz spannende Frage aus Neukölln, von Rosa, vom Nachbarschaftsverein Neukölln, die fragt, inwieweit es eigentlich milieuspezifisch ist, das Sharing. Also gerade das, was du ja auch an kommerziellen Sharing-Angeboten aufgeführt hast, ist was so akademische Mittelschicht wahrscheinlich eher nutzt, schreibt sie auch so in der Wahrnehmung. Und ich kenne das auch aus der Nachbarschaftsarbeit, dass zum Beispiel so Geschichten wie Floh- und Trödelmärkte in Armutsgebieten nicht funktionieren. Und auch so Kleidertauschbörsen da sehr zäh nur laufen und das aber in eher sozusagen so Mittelschichtsnachbarschaften ein super Angebot ist. Und nimmst du das wahr? Wird das irgendwie in der Forschung diskutiert oder und wie geht man denn damit um? Gibt es da auch Ideen? Also tendenziell würde ich das bestätigen. Das heißt, für dieses Teilen, für das Sharing, so Fairness als etwas Zeitgenössisches und etwas Lifestyle-artiges wahrgenommen wird, sind es ganz bestimmte Nutzergruppen, die das machen. Also die sogenannte postmoderne, das postmoderne Milieu, das sind praktisch sehr junge Menschen, die im Besitz eines Smartphones sind, für die ist das total cool, das alles zu benutzen. Dann noch das moderne Angestelltenmilieu und liberal-intellektuelles Milieu sind sozusagen eigentlich die Hauptzielgruppen dieser sogenannten Sharing Economy. Und es ist sicherlich noch kein breites Phänomen mit Sharing oder mit der Nutzung von, sage ich mal, Alltagsobjekten auf eine coole, auf eine selbstbestimmte und proaktive Weise umzugehen. Ich denke, dass die Lücke eben gefühlt, das kann ich nur fühlen, weil ich bin ja selbst nicht in dieser Nachbarschaftsarbeit tätig, dass diese Lücke noch sehr groß klafft. Und dass es eine wichtige Aufgabenstellung ist, die unter Umständen zu füllen und quasi das zusammenzuführen, also zu integrieren. Also sozusagen Mangelbedürfnisse mit dem Überfluss aus der Sharing-Welt miteinander zu verbinden. Genau, gibt es da sozusagen Praxisbeispiele oder wie erlebt ihr das vor Ort? Ich würde so ein bisschen widersprechen wollen. Ja, ich glaube, dass Sharing unter Menschen, die ärmer sind oder anders sich organisieren, anders funktioniert. Ich glaube, das ist nicht so öffentlich und die nutzen dann vielleicht nicht nebenan.de oder irgendwelche anderen Angebote, die digital sind und die man sieht, sondern die nutzen die Angebote, die sie haben, nämlich ihre Nachbarn direkt und sind da anders vernetzt. Wir kriegen es nämlich mit. Ich glaube, dass das anders funktioniert. In ganz vielen Fällen. Vielleicht auch nicht, aber also in Wünschenhausen ist es so, wo ja statistisch gesehen zumindest viele ärmere Menschen wohnen, dass sie das anders machen. Dass sie sehr wohl was teilen, aber nicht so öffentlich, sondern dass sie das untereinander anders aushandeln. Thomas hat sich gemeldet. Ich habe durch Zufall, weil ich arbeite zwar in Berlin, wohne aber in Potsdam, jetzt von einem total tollen Versuch oder Experiment erfahren. In Potsdam gibt es eine Stadtbibliothek, also es ist eine städtische Bibliothek und die haben jetzt angefangen, nicht nur Bücher und andere Medien zu verleihen, sondern auch Alltagsgegenstände. Und das finde ich interessant, weil also von der Bohrmaschine bis zum GPS-Gerät oder irgendwelche Dinge, die man halt irgendwie, die vielleicht zu teuer sind in der Anschaffung, die man aber ab und zu mal gut gebrauchen kann. Und das Ganze funktioniert im Prinzip genau wie das Ausleihen von Büchern. Also als registrierter Nutzer, Nutzerin
der Bücherei hat man halt irgendwie Zugriff auf diese Dinge. Und ich finde es faszinierend, weil es total ohne diesen digitalen Aspekt auskommt, weil es ist tatsächlich richtig. Das bedient ein bestimmtes Milieu und schließt halt auch irgendwie viele aus, die diesen Zugang noch nicht haben. Es ist sehr niedrigschwellig, sehr leicht, es ist kostenlos und vielleicht auch irgendwie ein ziemlich cooles Modell für Nachbarschaftshäuser, dass man einfach irgendwie so ein Fundus an Dingen hat, die man nach einem ähnlichen Modell auch einfach irgendwie verleihen kann oder wo man halt irgendwie guckt, ob man vielleicht für Dinge, die Nachbarn untereinander leihen können, einfach einen zentralen Ort im Nachbarschaftshaus hat, wo dann halt irgendwie im Prinzip nur so die Zeiten und die sozusagen die Dokumentation irgendwie erfolgt. Also das fand ich sehr spannend, weil es wirklich mal ein gutes Beispiel war, dass es auch ohne digitale Basis geht. Ja, fand ich gut. Ja, die Berliner Bibliotheken scheinen das auch gerade zu beginnen. Da gibt es irgendwie Beispiele im Chat, die gerade genannt werden, dass die ZLB das macht. Genau. Habt ihr noch andere Gedanken? Gerne auch sozusagen offen Fragen oder Dinge, die euch durch den Kopf gehen, mit uns teilen. Ja, ich hatte es schon in den Chat geschrieben. Bei uns gibt es ja diesen Foodsharing-Verteiler direkt vor unserem Stadtteilbüro. Und da ist es tatsächlich so, dass der total gut in Anspruch genommen wird. Also die Lebensmittel kommen rein und die Leute wissen schon Bescheid, kennen schon die Zeiten und innerhalb von kürzester Zeit ist der wieder leergeräumt und hat aber dann natürlich so eine Funktion wie die Tafel ungefähr, kann man sagen. Also die Leute, also ohne dass es halt eine Tafel ist tatsächlich. Ich nehme wahr, dass es tatsächlich wohl offensichtlich in der Arbeit der Stadtteil und Zentren oder der Nachbarschaftshäuser so ein Bedürfnis danach gibt, Lösungen zu finden, die nicht digital sind. Ich finde natürlich immer interessant die Verbindung zwischen dem Nicht-Digitalen und dem Digitalen, aber vielleicht sollte man sich damit auch nochmal stärker auseinandersetzen, wie man quasi so eine Art Low-Tech-Lösung entwickeln kann, die einfach so unmittelbar den Zugang flach herstellt. Ich habe mal von so einer Art Ride-Sharing gehört oder gesehen, da hatte eine Kommune wie an einer Bushaltestelle so Schilder installiert, die man hochklappen konnte mit den Zielen in der unmittelbaren Umgebung, den Dörfern im Umland. Und dann konnten die Leute sich da hinstellen und dann so ein Schild hochklappen und dann konnten die Autofahrerinnen, die da vorbeikamen, sozusagen anhalten, wenn sie in dieses Dorf fuhren und diese Person dann mitnehmen. Das ist zum Beispiel auch irgendwie ein ganz intelligenter Low-Tech-Ansatz, bei dem ein Smartphone nicht erforderlich ist. Na, hier kommt nochmal der Hinweis auf die Tauschringe, die es ja eine Zeit lang ganz intensiv gab, die aber auch wieder irgendwie verschwunden sind. Nee. Oder sozusagen, also jedenfalls in ihrer Bedeutung zurückgegangen sind. Es gibt die, glaube ich, noch, aber es ist... Ja, also wir haben seit den 90er Jahren einen unglaublich aktiven Tauschring und das sind überwiegend Menschen, denen es finanziell nicht so besonders gut geht. Und die sind aktiv bis zum Gehtnichtmehr. Die tauschen alles, was man sich vorstellen kann. Also jetzt nicht nur Kleider, die tauschen Babysitting, die tauschen, ich kann gut Haare schneiden, dafür brauche ich aber Englischunterricht. Und so auf dieser Ebene. Und was darüber hinaus entsteht, sind sehr gute Kontakte, zwischenmenschliche Kontakte zwischen den Leuten, was ich dann sehr sinnstiftend finde. Und zumindest, also was unser Nachbarschaftszentrum betrifft, wir haben einen Tauschring und wir haben einen Tauschtreff in Lichtenrade unten in so einer Großraumsiedlung. Und dieser Tauschtreff, der ist komplett ein Nachbarschaftstreff mit Tauschen geworden. Also auch diese
diese Ebene ist noch da. Ich glaube, dass es wirklich nicht mehr sehr viele sind. Ich halte es aber nach wie vor auch für eine gute Möglichkeit, neben den anderen Laien teilen, tauschen. Weil es gibt ja manche Dinge, die braucht man auch nicht mehr und jemand anders machen die glücklich. Und dann braucht er sie nicht leihen, sondern kann er sie auch behalten oder sie. Ja, interessant, wie viele unterschiedliche Zugänge es doch auch gibt. Und ja, und eben, Carsten, was du sagtest mit diesem Wunsch nach dem Analogen, ja, versucht wahrscheinlich die digitalen Schwellen zu beheben, wobei das Digitale ja auch wieder andere Schwellen umgibt. Also so ein Tauschring ist ja, braucht viel Verbindlichkeit, wenn man damit machen möchte, mit eben der Chance dann auf Begegnung und mehr als nur das Tauschen. Aber schließt ja natürlich dann auch wieder Menschen aus, die eher das Unverbindliche suchen. Also ich persönlich sehe tatsächlich die Integration von lokal, digital und analog auf uns zukommen. Also ich sehe das nicht sich ideologisch fremd auf Dauer sich gegenüberstehen, sondern sich verbindend. Also deswegen bin ich auch nach wie vor daran interessiert, beide Entwicklungen weiter kennenzulernen und würde mich auch sehr über einen Austausch mit den Nachbarschaftshäusern freuen, weil wir dadurch natürlich auch mehr Wissen an so einer, bei uns ansammeln können, um dann gegebenenfalls auch daraus weitere Konzepte zu entwickeln oder auch die Informationen anderen zur Verfügung stellen zu können. Also das ist ein ausdrücklicher Wunsch und Aufforderung, gerne mir alles über dieses Thema zu schreiben, an diese besagte E-Mail-Adresse hier, damit ich das dann auch unter Umständen weitergeben kann. Vielleicht kann es ja auch über euch, also über Barbara oder so, organisiert sein, wer sich da an euch wendet. Also ich fände das interessant, so eine Art Hotspot des Wissens über Sharing hier mal zu bilden, um das dann auch an alle weitergeben zu können. Genau, wie seht ihr das? Oder habt ihr auch noch mal einen anderen Aspekt, den ihr gerne jetzt noch ansprechen würdet? So aus dem praktischen Tun oder dem drüber nachdenken? Darf ich? Ja. Ich oder redet hier jemand und ich höre es nicht? Gut, okay. Was mir noch mal deutlicher geworden ist, ist, dass, das war jetzt gerade noch mal so im Chat, dieser Hinweis von Eva Bittner, dieses Modell mit der Stadtteil- oder Stadtbibliothek, da geht es natürlich irgendwie noch mal um Leihen und Verleihen und es ist noch mal was anderes als Teilen im klassischen Sinne. Also ich glaube, wir haben eine große Chance als Nachbarschaftshäuser, wenn wir begreifen, und ich fange, glaube ich, erst an, das zu begreifen, dass wir uns durch diese anderen Begriffe nicht so verwirren lassen dürfen. Also, dass wir hier nicht irgendwelche Sharing-Modelle fahren, dass wir aber auch nichts verleihen, sondern dass es darum geht, Dinge oder Ressourcen gemeinschaftlich zu nutzen. Und Dinge gemeinschaftlich zu nutzen, ist halt erstens nachhaltiger, setzt aber auch voraus, dass es um die Nutzung herum irgendwie einen gut organisierten Kommunikationsprozess gibt. Also Dinge gemeinsam zu nutzen, gemeinschaftlich zu nutzen, da steckt das Wort Gemeinschaft drin. Und ich glaube, das ist eine große Chance für Nachbarschaftshäuser, wirklich nochmal zu gucken, wie wir jenseits von klassischen Sharing-Geschäftsmodellen und einer reinen Ausleihe von Dingen tatsächlich den Prozess der Kommunikation im Stadtteil befeuern können, der dazu führt und möglich macht, dass mehrere Menschen wirklich gemeinschaftlich Dinge nutzen, die sonst jeder für sich selber haben müsste. Und ich glaube, da ist Genauigkeit gar nicht so doof. Vielen Dank. Wenn, genau, gerne noch weitere Anmerkungen, ansonsten. Vielleicht
Eine kurze Anmerkung zu den Begrifflichkeiten. Das treibt mich gerade so ein bisschen um. Vielleicht ist der Begriff des Sharing auch etwas ungenau beziehungsweise auch verwirrend für die Zielgruppen, die wir unter Umständen auch ansprechen wollen. Also ich könnte mir vorstellen, dass allein durch diesen Anglizismus vielerorts und bei vielen Menschen auch gleich eine Art Konsumhaltung mit projiziert wird, beziehungsweise auch ein Verständnis von Wirtschaftsunternehmen gleich mit produziert wird. Also vielleicht könnte man an dieser Begrifflichkeit auch nochmal oder mit dieser Begrifflichkeit oder über diese Begrifflichkeit auch nochmal diskutieren. Vielleicht gibt es da auch nochmal Alternativen dazu. Nur so als Anmerkung. Das kann ich nur, das kann ich nur bestätigen. Das kann ich nur bestätigen, dass tatsächlich die Begriffe häufig für Irritationen sorgen, weil Sharing Economy automatisch mit Startups und mit digitaler Ökonomie verbunden wird im Kopf und möglicherweise sogar schon mit der Abartigkeit des Sharing und nicht mehr mit dem, was es ursprünglich mal war. Ich würde allerdings, ich tendiere dazu, dass alles zu entideologisieren und immer zu schauen, dass man Begriffe hat, die wirklich im Alltag funktionieren, sowas wie Nutzen, ja, gemeinsames Nutzen oder Kooperation oder Nachbarschaftlichkeit und sich da auch nicht unbedingt verschrecken zu lassen, ja, durch das, was da so durch die Medien geistert. Also das ist jetzt immer noch eine Umbruchzeit, ja, eine Umbruchphase von der alten Ökonomie in die neue oder von der alten Welt in die neue Welt. Und wir wissen eigentlich noch gar nicht so ganz genau, wie das Leben in Zukunft organisiert sein wird. Also ich hatte vorhin mal von dieser Kommune da in England gesprochen. Das scheint mir so aus der Ferne betrachtet, ich war ja noch nicht da, vielleicht so ein kleiner Ausblick zu sein auf das, wie es in Zukunft besser funktionieren kann. Und ich glaube auch, dass die Nachbarschaftshäuser schon so etwas sind wie Zukunft, ja. Aber eben nicht alleinig. Die stehen vielleicht noch mit einem Bein in der Zukunft und mit dem anderen in der Vergangenheit. Aber ich denke, es geht genau um das, diesen Übergang möglichst klar und ideologiefrei zu gestalten. Ja, vielen Dank. Und mit einem Bein in der Vergangenheit und einem in der Zukunft muss ja kein Spagat sein, wo man ausrutscht, sondern eher der Schritt, der Stabilität bringt in die Zukunft. Ich glaube, wir bleiben im Kontakt und bleibt sicher auch ein Thema in den Häusern und in den Nachbarschaftshäusern. Und wir haben jetzt ja sozusagen in den Projektbesuchen auch noch mal die Möglichkeit, in den drei Bremer Bürgerhäusern zu sehen, was dazu passiert. Und ich weiß, dass eben morgen in den Workshops gibt es zumindest ja einen, wo ihr auch noch mal ganz intensiv erzählt, was du jetzt ja schon immer mal angesprochen hast, über Sharpa, die digitale Lösung, die ihr entwickelt habt. Und auch in den anderen wird ja Teilen und gemeinsam Nutzen intensiv Thema sein. Also ganz vielen Dank an dieser Stelle schon mal für den Input.